Fitness, Health und Mental Wellness, da denkt man doch automatisch an Saarbrücken, stimmt's? Naja, ich bin heute in Saarbrücken, wo ich ein bisschen trainieren gehen werde bei McFit. Es sind ja sehr viele Leute in Deutschland im Fitnessstudio und wir wollen ja auch in Deutschland, was geht, so ein bisschen porträtieren, was dieses Land so ausmacht. Vielen Dank übrigens an die 100.000 Abonnenten. Wir können es gar nicht glauben. Wir haben irgendwie innerhalb von 30 Stunden 15.000 mehr gemacht. 15.000 in 30 Stunden oder wie Nico Semsrott es nennt, fast so viel wie ich verdiene. Wir treffen uns mit Felix Lobrecht heute, der mir zeigen wird, wie man unterwegs in Shape bleibt. Apropos in Shape, da steht er schon. Hallo. Hallo. Hey Felix. Guten Tag. Schön, dich zu sehen. Willkommen bei Deutschland, was geht? Ja, herzlich willkommen zu Comedians in Gyms Getting Muscles, Alter. Felix, du stehst schon sportlicher da, als ich es jemals sein werde. Was? Oh wow, was ist unser... Das ist normal für mich. Das ist normal für mich. Wow, was ist das Erste? Wir müssen uns aufwärmen, oder? Ein leichtes Stretching, ein bisschen das kardiovaskulare System ankurbeln oder was steht an? Ja, lass mal irgendwie so ein paar Hampelmänner so eine Scheiße machen. Und dann machen wir Kreuzheben. Fürs Kreuz. Heben. Deadlift. Korrekt. Würdest du lieber deadliften und einen echten Toten hochheben oder Burpees machen und Tommy Schmidt rülpst dir permanent in den Mund? Den Toten. Dann lass uns deadliften. Ja, wie aus der Pistole geschossen. Das macht den Kreislauf auch mal höher, hier die Unterfunktionsbeine, Alter. Nee, nicht so richtig. Weißt du, wie viele Mädels es da draußen gibt, die sich wünschen, dass Felix Lobrecht ihnen weiße Flüssigkeit in die Handfläche drückt zur Begrüßung? Laut Insta 500.000. Du willst ja fit werden auf Tour, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ist es richtig sinnvoll, einfach Ganzkörperübungen zu machen, weil die schön die großen Muskelgruppen trainieren und das kurbelt deine Fettverbrennung am meisten an. Was ist dein größter Muskel? Der größte Muskel ist bei jedem Mensch der Arsch. Machen wir Beine näher zusammen. Ja. Greif, warte, pass mal. Ja, guck mal, dass der Abstand hier so gleich ist ungefähr. Wie ist es bisher? So, bis jetzt ist gut. Also ich merke einen leichten Stretch in den Hammies. Und jetzt schön Rücken gerade lassen. Und dann hochziehen. Mal. Und soll ich dazwischen immer hinlegen und ein bisschen kurz ablegen? Nee. kurz ablegen, aber den Griff halten und die Spannung halten. Okay. Wie lange machst du denn diese Übung schon? Die Übung? Ja. Nee, ein paar Jahre. Ich mach Fitness, seit ich 14 bin. Oh, wieso hast du damit angefangen? Weil ich sehr klein und dünn und blond war in Neukölln und Komplexe zu kompensieren hatte. Trainierst du sonst in Hotel-Fitnessstudios? Ja, aber meistens Hotel-Fitnessstudio kann ja alles bedeuten. Manchmal ist es ja einfach so ein dunkles Zimmer mit einem halb aufgeblasenen Gymnastikball, der aussieht wie so ein riesiges Brustimplantat, das jemand liegen gelassen hat. Und da rolle ich mich dann schon zwei, dreimal drüber. Man muss einfach was tun für sich. Ja, ich finde es auch einfach gut, wenn ich dann mal aus dem müffeligen Zimmer raus bin. Seien es nur 7 Minuten, weißt du, man sagt ja 7 Minuten am Tag, da kann es auch aussehen wie eine Granate. Wie eine Granat. Granat. Für den Reim. Ach so. Ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Du bist ja der Poet von uns beiden. Ich bin der Poetry Slammer. Bist du eigentlich alleine auf Tour? Thomas ist immer dabei, der macht das Opening, der wärmt. Ja, das weiß ich, aber also, hast du eine Crew? Nee, hab ich nicht. Ich habe eine Technikerin in der Schweiz. Ah, krass. Aber die kann gar keine Technik, die macht jetzt nur Tourbegleitung und da kommen dann immer noch zwei andere Techniker. Ja, ja. Und du hast so eine richtige Gang dabei, eine Posse? Wir sind zu sechs, ja. Krass, wer denn alles?
Kavus ist mein Opener, mein Bruder ist mein Tourmanager, ich habe einen Tontechniker, einen Security Man und eine Frau, die Merch verkauft. Krass, und wer fährt? Mein Brother fährt mein Auto und Kavus und die Crew fährt im Crewbus. Ah, dann hat dein Bruder jetzt den Führerschein gemacht, weil ich habe den... Stimmt, es ist 3 Jahre her, da haben mein Bruder und ich bei Hazel und Thomas übernachtet. Und ja, da hatte mein Bruder noch keinen Führerschein. Und dann habe ich ihn so gefragt, Uta, hast du einen Führerschein? Der so, ja, nee, sollte ich langsam, weil es voll blöd, wenn Felix dann immer die langen Strecken fahren muss und ich so daneben sitze. Und ich dachte mir, ja, das ist das Dümmste, was ich hier gehört habe, dass ein Fahrer nicht fahren kann. Ja, das ist richtig schlecht. So, richtig schlecht. Jetzt mache ich noch ein paar richtig gute Deadlifts. Schöne Überleitung. Hast du das bei der Heute-Show gelernt? Ja, klar. Nie eine Lücke lassen. Immer dem Thomas die Möglichkeit geben, was zu schneiden. Und wenn ich oben bin, was mache ich dann? Muss ich dann so... Weil du hast so voll die Brust rausgerückt. So, ich bin hier. Ja. Deal with it. Ja. Das T-Shirt gibt's im Shop. Kostet nur 24 Euro. Ein stolzer Cis-Mann. Das ist erstaunlich gut. Außer, dass du, wenn du ablegst, dann klappst du immer ein bisschen zusammen. Aber bis dahin ist gut. Und jetzt halt mal die Spannung einfach und wieder hoch. Das ist schon gut. Habt ihr es gehört? Da würde ich doch gleich einen Daumen da lassen. Leute, schreibt gern was in die Drunter-Kommis. Wie hat Hazel es gemacht? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Jetzt sehen wir hier, wenn der Felix deadliftet, ist ganz wichtig, dass alles angespannt ist. Der Bauch ist angespannt, der Popo ist angespannt. Ein Lächeln im Gesicht hilft auch, um das Ganze erträglicher zu machen. Und noch eine Rap. Eine? Ja, noch einmal schaffst du. Und jawohl. Jawohl, weiter. So. Boah, ist das schwer. Kannst du dir vor... Darum lieben wir doch den Felix. Einfach kein Fick. Erstmal die Gewichtsplatte in die Kamera. Mir doch egal, wenn der Rest der Folge nur ein Podcast ist. Wenn ich sie nicht kaputt mache, verliert ihr sie. Ja. Ja. Work the muscles. Und noch zwei. Mach du seine Geräusche, das ist gut. Noch zwei. Mir wird fast ein bisschen schwarz vor Augen. Essen ist das Nervigste am Touren. Ja, absolut, weil es auch irgendwie das wichtigste Standbein ist in diesem Tisch der mentalen Gesundheit. Wenn du nämlich am Essen anfängst rumzuschrauben, dann kannst du nicht mehr schlafen, kannst du keinen Sport mehr machen, kannst du nicht mehr denken. Ja, und wenn man irgendwie immer Essen dann so bestellt nach der Show da über die Location, dann jeden Tag aus so einem Alu-Napf essen, dann kommst du wie so ein Schwein. Wir leben wie die Schweine auf Tour, ey. Aus so einem Karton. Ja, einfach aus so einem Karton, am besten mit Plastikgabeln, so wir sind Schweinehäsel. Ja, absolut. Und es stinkt dann auch immer im Backstage mega, wenn man dort ist. Ja, nach Schwein. Spaß. Der nächste Schritt beim Training ist die sogenannte Mind-Muscle-Connection. Schon mal davon gehört? Nee, aber es sagt mir jetzt auch nichts. Mind-Muscle-Connection, also es gibt eine Eselsbrücke, es geht um die Verbindung zwischen Gedanken und Muskulatur. Ja. Sprich, du probierst... Ist das jetzt schon die Eselsbrücke bei Mind Muscle Connection? Korrekt. Ist die Eselsbrücke, das ist zwischen Gedanken und Muskeln, okay. Das war der Scherz. Mhm. Ah, okay. Ich mache das beruflich und ich denke, ich kenne mich damit ganz gut aus. Oh. Scheint mir ja nicht ganz unberechtigt zu sein, der ganze Erfolg. Sehe ich genauso. Nee, du musst quasi... Schon gut trainiertes Schwein. Ey, es geht, probier mal quasi, wenn du die Raps machst, so richtig den Muskel, den du beanspruchen willst, zu spüren. Bei mir oder bei dir? Was schätzen? Ja, bei mir. Es war jetzt meine Art von Humor, ist nicht gut angekommen. Deshalb sind meine Hallen auch größer. Ich bin auch 5 Jahre jünger. Hat Deutschland was geht, dich eher bekannter gemacht oder eher alteingesessenes Kabarettpublikum vergrämt? Letzteres. Ja? Ich meine, das ist ernst die Frage.
Ja, also ich habe deutlich jüngere Fans. Ja. Ich weiß, es sind schon ein bisschen mehr geworden, aber vielleicht auch einfach, weil es ist ja natürlich, dass auch die Alten irgendwann nicht mehr da sind, weißt du? Hazel schätzt es immer ein bisschen falsch ein, es sind tatsächlich mehr geworden, sind deutlich jünger auch. Und Hazel macht oft am Ende der Show so eine Fragerunde und es sind so über 50% der Fragen sind eigentlich zu Deutschland, was geht. Ah, krass. Machst du eine Zugabe bei deiner Show? Auf gar keinen Fall. Gehst du dann einfach? Ja, klar. Echt? Ja, Zugaben sind für Leute, die in den 90 Minuten nicht genug Gags haben, oder? Ja, eine Zugabe ist, sage ich immer, für Leute, die nach dem Orgasmus noch kuscheln wollen. Ja, das bringt uns gut auf den Punkt. Sie sehen jetzt, wie Felix Lobrecht neben mir einen Front Squat begeht. Front Squat, eine gute Übung für die Beine und auch für den Rücken und somit auch fürs Selbstbewusstsein, denn ein gerader Rücken sorgt für ein gutes Selbstbewusstsein. So, mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Das Coach Lobrecht mir in seinem Fitnessprogramm Verbrennig hier angedreht hat. Leg das mal hier auf die Schulter, genau. So sind die Finger. Die sind wirklich nur zum Balancieren, da liegt kein Gewicht drauf so richtig. Die Beine, sind die so breit genug? Eine Frage, die du oft hörst. Du Schwein. Schwein. Ja, sieht gut aus. So, wir probieren jetzt quasi, weil dein Rücken hat mir nicht gefallen. Du bist mir zu weit nach vorne gesumpft. Ist der Rücken zu schwach oder ist er zu lang oder ist er zu cool? Er ist zu cool. Er ist so cool, dass er nicht richtig mitmacht, weißt du, wie so ein Schüler früher, der einfach zu cool ist. Kein Bock, alles scheiße, piss dich mal, Mama. Nehmen wir jetzt wir machen jetzt ein bisschen normales Squat, gehen hier runter, ja. So, und machen die Hacken hier hinten rauf, gehen jetzt hier runter, so in die Squat-Position. Und jetzt mit geradem Rücken schiebst du die Stange hinterm Kopf hoch. Ja, zack. Und damit trainiert man so ein bisschen, dass irgendwie der Rücken gerade bleibt. Dass du so ein bisschen Spannung in deinen Freiberuflerkörper kriegst. Oh, Vorsicht. Oh ja, jetzt haben wir hier einen Vorfall. Jetzt haben wir hier einen Vorfall. Haben wir das drauf? Ja? So. Könntest du wieder zurück nach Marburg? Wäre das eine Option? Nee, auf keinen Fall. Ich war ja 4 Jahre insgesamt da. Ich fand 1,5 Jahre geil, 1 Jahr okay. 1 Jahr Scheiß und 1,5 Jahr bin ich da wirklich gestorben. Ja. Deswegen habe ich auch früher so viel Poetry Slam gemacht, um da wegzukommen. Du hast einfach dein Trauma mit der Stadt verarbeitet im Poetry Slam. Ja. Fun Fact, es gibt in Marburg einen Club, der heißt Trauma. Und ich hatte mal einen alten Mitbewohner, der hat irgendwie so Ersti-Betreuung gemacht. Und der hatte da so ein Mädel, die fand er irgendwie hot. Und wollte, dass die mit ins Trauma kommt. Wollte ihr das erste Mal zeigen. Und dann hat er ihr die Nachricht geschrieben, hast du Lust auf eine traumatische Entjungferung? Ohne Kontext, weil sie wusste nicht, dass der Club so heißt. Das Long story short, sie sind jetzt verheiratet und glückliche Eltern von 4 wunderschönen Kindern. Nee, er ist im Knast. Ah. Ja, schade. Lass mal jetzt noch irgendwie eine stumpfe Pumpübung machen einfach. Irgendwas für den Bizeps. Das ist was für geil. Lass mal erstmal ein bisschen Bertolt Brecht lesen. Lass mal über Foucault unterhalten. Und zwar 8 Sätze. Lesen wir erstmal 8 Sätze Brecht. Kennst du so Feministinnen, die einen die eigene Unsportlichkeit als Emanzipation verkaufen wollen? Ja. So, zack. Kenne ich natürlich nicht persönlich, aber habe ich mal was drüber gehört auf Deutschlandfunk. So. Ich fand dich übrigens, also entweder haben die Schweiz sehr liebe Frauen oder ich habe eine sehr andere Definition von böse. Fandest du dich als böse? Findest du dich böse? Nee. Nee, oder? Nee, gar nicht. Nee. Aber ich bin natürlich total froh um diesen Superlativ, weil irgendein Superlativ ist halt gut. Also man braucht da einfach irgendetwas, das einen abhebt von anderen. Ja. Aber ich würde sagen, sagen wir 2 von 3 Frauen in der Schweiz sind böser als ich. Mindestens. Was würdest du sagen, Thomas? Ich finde jede Frau böser als du. Was für eine Rolle spielt Ernährung beim Training? Schon mehr als Sport, oder? Dass man gut aussieht. Ja. Ich glaube, früher hat man mal so gesagt 50-50, aber ich glaube, es ist eher 70-30 zugunsten Ernährung. Sixpack entsteht in der Küche. Sixpack macht man in der Küche, ja. Ich hätte euch so gerne Saarbrücken gezeigt, aber ihr habt mich nur auf meinen Körper reduziert.
Tja, ich musste halt auch mal einen kurzen Trainingseffekt verspüren. Ich kann nicht immer nur Würste fressen und Fußball spielen, zum Zuschauen gehen. Immer schön hydriert bleiben. Stay hydrated, Leute. Wenn ihr eine Sache von ihr mitnimmt, stay hydrated und geht immer wählen. Auch wenn keine Wahlen sind. Auch geht einfach hin. Sag einfach mal, wen ihr cool findet. Ja, einfach auch mal privat in so eine Kita gehen. Auf den Nachmittag. Mal zum Bundestag hingehen und sagen, hey, Wagenknecht, ja, why not? So. Ninja Warriors, offizielle Bewerbung. Ich bin Felix, ich mache Comedy. Aber heute, Jäger, hast du nichts zu lachen. Guck mal, wie einfach. Oh Gott. Ja, ich habe doch einen recht guten Pump gekriegt. Oder was ist das Verb? Wie sagt man? Gemacht? Gekriegt. Ich habe einen guten Pump gekriegt. Dankeschön für die ganzen Übungen, die du mir gezeigt hast. Ich werde jetzt sehr fleißig dranbleiben. Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch einen Eiweißshake, damit das Ganze auch einen guten Übertrag hat in den Alltag. Genau. Gibt's noch irgendwas, was du vermarkten willst? Nee. Gut, also Deutschland, was abonniert, geht, abonnieren. Abonniert Deutschland, was geht, genau. Ja, das ist Felix ein Anliegen. Und jetzt mache ich es noch für alle, die es wissen wollten. Ich fasse einmal kurz deinen Bizeps an. Ja, fühlt sich genauso an, wie ich es mir vorgestellt habe. Dankeschön. Nämlich super. Ja, supi. Richtiger klasse Bizeps. Komm, ich helfe dir hoch. Ach, okay, du gehst alleine.